Morgen, am Samstagmorgen um kurz vor 9:30 sind wir, wie ich gestern schon sagte, nun hierher an den oder zum, wie heißt er nochmal? Tatar Floating Market. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, kommen heute wieder schöne Impressionen rüber. Wir werden hier uns nicht sehr lange aufhalten. Kommt drauf an, was zu sehen gibt. Und nachher zu diesem Eisenbahn-Schienenmarkt, Railway Train oder wie der heißt, Market in Mekong fahren. Das sind von hier aus schätzungsweise, keine Ahnung, 15, 12, 15 Kilometer. Okay, los geht's. Hier hinten sieht man dieses Dekorationsstück. Das sind lauter Kokosnussschalen und das ist auffällig hier in der Gegend. Wird unheimlich viel Kokosnuss verarbeitet. Wir sind jetzt auf dem kurzen Stück hierher, knapp 10 Kilometer, an ich weiß nicht wie viel Kokosnussfarmen vorbeigefahren. Da wird in der Hauptsache, glaube ich, Kokosnusszucker gewonnen. Und man riecht das auch, das ist so ein süßlicher Geruch, aber riecht gut, der in der Luft liegt. Und hier gibt es Kaffee. Das wäre auch noch was, vielleicht so eine Farm mal zu besuchen. Aber ein andermal, steht halt nicht auf dem Programm. So, wo ist denn die Bläue hin? Keine Ahnung. Also es ist immer wieder erstaunlich, hier auch alles Kokosnuss Street Show. Immer wieder erstaunlich, was für Hülle und Fülle an allem Möglichen hier angeboten wird. Da geht es über so einen Holzsteg. Ja, schön. Naja, und hier genau, so kenne ich Floating Market. Das sieht doch besser aus. Wie gestern, da war ich ein bisschen enttäuscht. Jawohl, guckt euch das an. Die alten Marktfrauen fahren hier mit ihren Bötchen entlang und verkaufen alles Mögliche. Ja, das ist ja toll. Ah, da hinten ist noch so ein schöner Steg über den. Ja, das sind so Kanäle hier nur. Das ist eigentlich. Ist das nicht so? So, jetzt habe ich wieder Musik auf dem Sender, ne? Der hier eingespielt wird. Und dann kriege ich wieder von YouTube eine heftige Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung. Weiß ich jetzt schon. Weil die das nicht schnallen. Dass ich das nicht abstellen kann, wenn ich hier irgendwo langlaufe. Aber so sind sie nun mal. Nur die Besten arbeiten auch da. Und da gibt es Mordsbeschwerde und dann muss ich wieder Einspruch einlegen. Und wenn ich Glück habe, dann wird der Einspruch dem stattgegeben. Kann auch nichts dafür, dass hier Musik spielt. Vielleicht habt ihr das ja gehört vom YouTube-Team, aber das sind ja alles Computer, die das kennen und dann alles automatisiert. Muss doch keiner mehr das Hirn einschalten heutzutage. Ja, toll. Das gefällt mir hier gut. Da kann man sich sogar reinsetzen, das ist ja wie ein Lokal. mit Covid-Abdeckung. Und daneben drängen sich die Leute dicht an dicht. So sind sie. Ja. Ja, hier ist was los. Nice, ne? Ja, yeah, this is like a floating market, you know? Oh, very nice. Toll, schaut's euch an. Hm.
Wahnsinn. Aber ich denke mal, das war nicht der, wo ich schon mal war. Der war irgendwie anders. Aber sehr interessant hier, das gefällt mir gut. Was sind da? Keine Ahnung, was die da machen. Da wird sogar auf dem Bötchen gegrillt, das ist unglaublich. Ja, wie ein schwimmender Marktstand halt. Ne? Sehr schön. Schwimmender Blumenladen kommt da. Sehr schön. Das gefällt mir. Wo die Bläu jetzt ist, keine Ahnung. Na, okay. Da ist er. Ja, da gehen wir mal hin. Ja, das ist die Familie beim Frühstück oder was auch immer. Ja, we can eat a little bit, but ah. Oh, okay. Okay. Oh no, not now, later. No. Not now. Yeah, you eat, no problem. Yeah. Guckt euch das an. Ja, das hätte ich mir gestern schon erwartet. Da war ich ein bisschen enttäuscht von dem Markt, da war nämlich sowas gar nicht. Aber hier, das ist so richtig, wie ich das kenne. Unglaublich. Und fast alles Frauen, ne? Ja. Ältere Frauen, alte Frauen. Waren hier zum Teil sogar motorisierte Geräte, wie man hier sieht. Ein Honda-Modellchen drauf. Hammerhart. Hammerhart. Ja, ich habe hier auf der Karte bei Google Maps und so gesehen, da gibt es noch etliche mehr solche Märkte hier in der Gegend. Das ist so ein Kanalsystem anscheinend von dem Mekong-Fluss weg, ob das wahrscheinlich zur Bewässerung dient oder einfach nur ja, Bootswege sind, die zum Teil die Straßen ersetzen für die Händler. Sieht so aus. Hm.
Ja, hier dann wieder ja, so eine Art Restaurant, wo man hinsitzen kann. Nissan Diesel steht da drauf. Ist es nicht schön? Gut. So geil, da haben sie ja die Corona-Trendwende davor, dahinter drängen sich die Leute dicht an dich, ohne mit Maske, scheißegal, aber Hauptsache Corona. Ich lach mich kaputt, Leute, ihr werdet verarscht. Und zwar weltweit, dass alles zu spät ist. Aber Gott sei Dank ist hier Ruhe jetzt eigentlich mit. Ja gut, über solche Sachen kann man auch lachen, aber ansonsten hat sich das jeder ja das Leben normalisiert hier wieder, außer eben, dass es keine Touristen mehr gibt. So ein Markt war mit Sicherheit auch immer von Touristen gut besucht, aber wie ihr seht, gibt es da keine mehr. Da kann man sich, das ist auch schwimmen hier, kann man sich hinsetzen und essen. Cool. So, das ist echt so gut. Ich muss echt lachen, wenn ich dies, wenn ich sowas sehe. Zack. Kokosnüsse gibt es hier ohne Ende. Ja, wirklich. Ja.
Nun ist das kein riesengroßer Markt, aber es ist 100% so, wie ich mir sowas vorstelle oder eben kenne. Richtig ursprünglich. Oh, you eat already? Really? Finished. Okay, and now it's here, ne? Und Leute gibt's. Und der Markt fängt übrigens morgen schon um 6 Uhr an, habe ich gelesen. Und geht bis nachmittags um 3. So. Sehr lecker, das ist so ein auch Kokosnuss, irgendwas, Kokosmilch gemacht. So, ich denke, das waren jetzt mal schöne Eindrücke, was ihr hier seht. Mir hat es sehr gut gefallen. So, wir machen uns dann gleich auf den Weg. Wie angekündigt zu diesem Eisenbahnschienenmarkt in Mekelon. So, gut, da waren wir jetzt schon überall. Aber irgendwie, also finde ich ganz toll hier. Hier riecht das gut. Und sie lächeln immer. So eine Box, schmeißt man 10 Watt rein und dann die Vorstellung an, der Kleine ist nicht sehr angetan davon. Ist so niedlich. Hey, you are on YouTube.
ไปไปไปไป จะร้องไห้แล้ว เอ้ยเสียสนิทเลย So, kaum angekommen sind wir schon mittendrin im Gewühl. So, was ihr hier seht, Leute, es ist eine befahrene Bahnlinie. Da kommt alle paar Stunden ein Zug. Da wird der ganze Scheiß hier abgeräumt, zurückgeklappt. Und ansonsten ist hier den ganzen Tag Markt. Ja.
So, wir laufen jetzt da vorne mal raus. Puh, glaube ich. Vielleicht, ich hoffe, dass wir das noch erleben von der Zukunft. Das ist dann echt ein Schauspiel hier. Und da vorne ist der Bahnhof und das ist ein Sackbahnhof, weil dahinter ist dann der Fluss gleich, der Mekong. Lecker, lecker, lecker. Nicht zu glauben. Genau. Und hier ist der Sackbahnhof. Huh? I don't know. Aber ein buntes Treiben hier überall. So, Markt, Markt. Mekong. Ploy, maybe we can find out when the next train come. Oh, yes. Would be nice, ne? What time now? Now it's quarter. 10 minutes. Huh? Quarter to 11. 10, 20. 20, maybe 20. I don't know. 10 minutes. 10 after 11, so in 20 minutes? Yes. Okay. Also, laut Schedule, laut Plan, käme der Zug in 20 Minuten, das will ich auf jeden Fall filmen, wie der dann da durchfährt. Und das ist ein Riesenzug, das ist kein Bimmelbähnchen oder sowas. Ah, you should also be able to look here. Halleluja. Der Bahnhof auch, ein einziger Markt. Mekong Station. Ah, hier ja, Arrive Time. 10 minutes after 11, if it's, you don't know if it's late or not. But this we can wait. So, also in 20 Minuten kommt der Zug und 10 Minuten später wird er dann wieder in die gleiche Richtung oder in die ankommende Richtung wieder abfahren, weil der das hier Einbahnstraße ist sozusagen. Cool. You want to go in the market again? Yeah, okay, yeah. Okay. Ah. So, und hier sieht man es nochmal schön. Der Eingang. Wow, hier ist ein Getümmel, ein Getöse. Wunderbar. Also laut Überlieferung, was ich gelesen habe, zur Beschreibung dieses Marktes, ist es so gewesen. Ja, den gibt es schon Jahrzehnte wohl, den Markt, so in der Form auf den Eisenbahn oder neben den Eisenbahnschienen. Und der Markt war schon immer da, aber die Eisenbahn kam später. Und dann hat man sich entschieden, das irgendwie so zu machen, den Markt nach wie vor zu betreiben. Und wenn der Zug kommt, ich weiß nicht, wie oft das war, dann wird kurzerhand weggeräumt und eingeklappt. Und das sehen wir hoffentlich dann, wie das funktioniert. Mit Fliegen und oh nee. Also,
Ja, der zieht sich ja noch ein Stück hin da. Unglaublich. So, wieder mitten auf dem Markt geht es jetzt los. Der Zug laut Plan kommt in 5 Minuten und jetzt wird eben die Trasse wieder freigemacht. Das ist ja nicht zu glauben. So, alles da. Siehst du, der hat Rollwägen. Jawohl. Es ist einfach faszinierend. Jawohl. Der fängt jetzt auch an. Ja, ja, ist okay hier. So, sieht ja schon ein bisschen anders aus hier. Hey, ja, ist okay. Yeah, not even 3 minutes, according to schedule, but... Thank you, huh? Yeah, yeah, yeah. If we stay on the side here, it's no problem. Yeah, when it comes, no problem. Oh, mit der No-Problem. No-Problem. มึงตายแล้วจะ No-Problem. No-Problem. นะก็งงว่าอยู่ไหนกันครับ Innerhalb von Minuten haben die das wieder umgebaut. Ist ab hier? Ja. Man hörte eben das erste Signal vom Zug. Also kann er nicht mehr weit weg sein. Okay, ja, ist okay, ist okay. Don't worry. Hey, don't worry. Ah, here it comes. Da kommt er. Da liegt da noch Zeug auf dem Bahn. Nicht zu glauben. Ja, also, das sind mal 30 cm. Hammer. Und schon wird wieder ausgeklappt. Das ist ja. Hammer. Zack. Und 5 Minuten. Alles wieder wie es war. Geil. Geil. Cool. Nice, ne? Amazing. Amazing, ja. This here one allowed the world. Huh? Perhaps this one here. Oh. Okay. So, okay.
So, hier werde ich mir jetzt was zu essen holen. Gegrillte Spießchen. Ja, kann man essen, aber die bereiten es halt anders zu, als wir das kennen. Hier das ganze Viertel übrigens. Wir sind jetzt außerhalb von dem Eisenbahnschienenmarkt und das ganze Viertel ist ein einziger Markt hier, wo man hinguckt. Vorne die Hauptstraße voll und ein Verkehr überall und Leute ohne Ende. So, das war's vom Markt. Den Eisenbahnmarkt. Wir fahren jetzt zurück entlang der 4828 an den Stränden und Küsten entlang nach Charm und von da an nach Uber hin. Ich werde jetzt filmen unterwegs und hoffe, dass ich euch noch ein paar schöne Eindrücke mitgeben kann am heutigen Tag. Das Wetter ist jetzt wieder mal nicht so wie vorhergesagt. Ich habe heute Morgen mal ein paar Mal ganz leicht genieselt. Könnte auch jetzt unterwegs noch mal so sein. Naja, dafür ist es nicht zu heiß. Und wir fahren los.
Weg nach Hause, sind wir jetzt mal kurz abgebogen an den Strand. Ich weiß nicht, wie viel wir heißen. Auf jeden Fall sind da im Hintergrund, seht ihr diese berühmten zwei Figuren da im Wasser. Ziemlich bekannt. Ja, es war jetzt immer wieder, es war wieder heute das schönste Wetter, alle gesagt. Und es ist einfach, ja, man kann fahren, aber es nieselt jetzt auch wieder. Jetzt ärgert es mich, dass ich gestern nicht hier hoch gefilmt habe. Aber es ist halt so. Wir sind jetzt, ach keine Ahnung, 20 Kilometer vor Scham. Nochmal so weit sind wir dann zu Hause. Also. Ich verabschiede mich für heute. Es hat mich umso mehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hatte geplant, Ende des Monats wieder auf Tour zu gehen. Diesmal vielleicht dann doch nach Süden. Nicht vielleicht, sondern ziemlich bestimmt, aber das weiß ich noch nicht. Das hängt jetzt noch von verschiedenen Planungsfaktoren ab. Ja, wenn euch meine Videos gefallen, dann bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und bis demnächst. Danke fürs Zusehen.